Hallo und willkommen zum GarageBand Tutorial. Nachdem du das iPad gestartet hast, musst du zunächst die App GarageBand starten. Um die App zu finden, ganz einfach mit beiden Fingern von oben nach unten über den Screen wischen und dann nach GarageBand suchen. Hier oben haben wir es schon, antippen und dann wird die App gestartet. Du solltest dich dann in folgendem Screen befinden. Das ist eine Übersicht aller Songs, die in der App bereits erstellt wurden. Falls ein Song geöffnet ist, siehst du zum Beispiel so etwas oder eine Spurenübersicht. Dann bitte auf Meine Songs oben links tippen und einen neuen leeren Song durch Antippen des Plus erstellen. Dann würde ich vorschlagen, zunächst mal ein Smart Drum auszuwählen. Damit kann man einen guten Drumbeat erstellen. Das erkennst du an diesem Zahnrad mit den Schlagzeugstöcken und dem Fell. Wenn du das antippst, kommst du in die Smart Drum Übersicht und hier kannst du dann einfach eine Bass Drum zum Beispiel hier in das Fell ziehen und auch eine Snare Drum und dann fängt das Ding direkt an zu spielen. Noch eine Hi-Hat dazu und dann ist dein Beat schon mehr oder weniger komplett. Hier oben bei dem Werkzeugsymbol kannst du das Tempo verstellen. Also hier zum Beispiel für einen Hip-Hop ein bisschen langsamer machen. Wenn dir dein Beat gefällt, kannst du ihn aufnehmen oder mit dem Würfel unten links auch bunt durcheinander mischen. So. Wir sagen, wir nehmen ihn jetzt mal auf und drücken dann dazu dieses rote Knöpfchen und dann nehmen wir automatisch unseren Beat in den Song auf. Also hier lassen wir einfach durchlaufen, bis die 8 Takte voll sind. Jetzt sind wir im 3. Takt, jetzt im 4. Und nach dem 8. Takt drücken wir auf das Stoppsymbol. So, wenn wir jetzt in die Übersicht gehen, rechts neben der blauen Trommel, dann sehen wir die Spur, die wir aufgezeichnet haben. Sieht dann so aus. Das ist unser Smart Drum. Und wenn wir jetzt unten auf das Plus tippen, können wir weitere Instrumente dazufügen. Es gibt also noch Smart Strings, Smart Bass, Smart Keyboard und Smart Guitar. Funktioniert ähnlich wie bei den Drums und hier bei diesem Keyboard kann man auch selber Sachen einspielen. Wenn man Klavier spielen kann oder wenn man auf den Flügel tippt, kann man auch andere Sounds auswählen. Ja, zum Beispiel einen Synthesizer-Sound. Wie man das möchte und indem man auf den roten Knopf drückt, kann man dann direkt auch den nächsten Sound zu seinem Beat aufnehmen. Wenn wir jetzt wieder auf die Spurübersicht klicken, dann sehen wir die beiden Spuren. Das Keyboard unten können wir jetzt auch antippen und dann auch zum Beispiel, wenn es uns nicht gefällt, wieder löschen oder kopieren oder teilen. Also bearbeiten oder verkürzen und wenn wir jetzt möchten, als Loop einschalten, dann wird es mehrfach abgespielt. Eine Sache möchte ich noch zeigen. Man kann auch ein Mikrofon auswählen, dann kann man also direkt die Stimme dazu aufnehmen und dazu rappen, in seinen Song zum Beispiel. Oder man kann auch vorgefertigte Loops auswählen, die finden sich oben rechts unter diesem Looping-Symbol, das ich jetzt angetippt habe. Und hier kann man nach verschiedenen Genres suchen, also zum Beispiel Country, elektronisch, experimentell, Jazz. Ich wähle jetzt mal hier Urban aus. Und dann kann man verschiedene Instrumente auswählen, zum Beispiel einen Bass-Sound. Thank you.
Und wenn einem der Sound gefällt, kann man ihn einfach in seinen Song auf eine freie Spur rüberziehen und dann wird er abgespielt. Ja, wir haben jetzt festgestellt, unser Keyboard gefällt uns nicht, passt nicht so ganz zum Song und wir möchten es auch erst später zum Einsatz bringen. Wir ziehen es also mal nach hinten und man kann auch hier, indem man das aufzieht, das Keyboard zum Beispiel ein bisschen leiser machen oder auch ganz ausschalten. Ja, kleine Empfehlung noch, nicht zu viele Spuren anlegen, sonst wird es zu unübersichtlich. Ja, das soll erstmal fürs Erste genügen und dann kann man ja mal ein bisschen ausprobieren. Viel Spaß mit GarageBand.